In diesem Video geht es um die Einbeziehung von Randbedingungen in der Finite-Differenzen-Methode und zwar in zwei Dimensionen. Wenn man sich dieses Video anschaut, sollte man die Videos, in denen es allgemein um die Finite-Differenzen-Methode in ein und zwei Dimensionen geht, gesehen und auch verstanden haben, weil einige Ergebnisse von dort hier weiterverwendet werden. Ja, welche Arten von Randbedingungen gibt es jetzt überhaupt? Man unterscheidet zwei grundlegende Arten, nämlich einmal die sogenannten Dirichlet'schen Randbedingungen, benannt nach Herrn Peter Gustav Lejeune Dirichlet. Das war ein deutscher Mathematiker, der hauptsächlich ja in Göttingen gewirkt hat, dort den Lehrstuhl von Herrn Gauss übernommen hat und dort auch gestorben ist und beerdigt ist auf dem dortigen Friedhof. Und bei diesen Dirichlet'schen Randbedingungen ist jetzt eben die Funktion f, die in der Differentialgleichung gesucht ist, die ist auf dem Rand direkt vorgegeben. Und ja, das ist vergleichsweise trivial, weil man eben dann die Werte, die die Funktion dort auf dem Rand hat, direkt in die Funktion eben einsetzen kann und aus dem Video über die finite Differenzmethode in zwei Dimensionen weiß man ja, dass sich eben der Wert an einem Gitterpunkt aus dem Mittelwert des Funktionswertes an den umliegenden Gitterpunkten ergibt und so weiß man dann eben, welcher Wert sich neben dem Rand eben ergibt. So, die zweite Art von Randbedingungen sind sogenannte Neumannsche Randbedingungen, benannt nach Karl Gottfried Neumann. Das war auch ein deutscher Mathematiker, der hauptsächlich in Leipzig gewirkt hat und ja auch dort gestorben ist und auf dem Friedhof begraben ist. Bei diesen Neumannschen Randbedingungen ist das jetzt etwas komplizierter. Da ist die sogenannte normalen Ableitung der Funktion, also f ist wieder die Funktion, die wir suchen, und n ist der normalen Vektor auf dem Rand, und der ist jetzt diese normalen Ableitung, die ist eben auf dem Rand vorgegeben. Ja, und das macht die Sache etwas komplizierter. Genau darum wird es jetzt eigentlich in diesem Video gehen, wie man diese Neumannschen Randbedingungen dort unterbekommt. Und jetzt kann man sich natürlich noch überlegen, dass man, wenn man höhere Ableitungen eben zum Beispiel auch hat, dass dann beide Sachen vorgegeben sind. Also die Funktion an sich und eben auch die normalen Ableitungen der Funktion auf dem Rand. Das wären dann sogenannte gemischte Randbedingungen. Das wäre eine Kombination dieser beiden Möglichkeiten. So, wie kriegt man jetzt diese Neumannschen Randbedingungen dort unter? Dazu macht man sich am besten erstmal wieder eine kleine Skizze, um dieses diskretisierte Lösungsgebiet zu kennzeichnen. Also wieder in kartesischen Koordinaten, ein zweidimensionales kartesisches Koordinatensystem mit x und y. Und ich schreibe jetzt mal in x-Richtung hier nur drei Punkte hin. Und zwar soll die Linie in der Mitte, das soll genau der Rand sein. Ich mache mal hier in Blau vielleicht eine kleine Strichelinie, um diesen Rand besser zu kennzeichnen. Das ist genau der Rand. Und auf der Seite soll mal innen sein. Also das sind die Innenpunkte, die mit zu dem Lösungsgebiet gehören, wo wir das Ganze lösen wollen, wo die Funktion gesucht ist. Und das hier hinten soll das Außengebiet sein. Also ja, hier könnte man sich auch einen Gitterpunkt denken, aber der gehört eigentlich nicht wirklich mit zu dem Lösungsgebiet, was man hier drüben eben berechnet. So, dieser normalen Vektor, der jetzt hier auftaucht, den zeichne ich auch mal in Blau ein, der würde jetzt genau senkrecht auf diesem Rand stehen und in diese Richtung zeigen. Das ist der normale Vektor, der senkrecht auf diesem Rand steht. So, und jetzt brauchen wir vielleicht noch ein paar Punkte, die hier sind. Also ein Gitterpunkt, einen zweiten Gitterpunkt, einen dritten Gitterpunkt. Diese Gitterpunkte sind wieder h voneinander entfernt, das ist die Schrittweite, und dann hätten wir vielleicht mal noch hier einen Punkt und hier einen Punkt. Und auch in x-Richtung sind diese Punkte eben h voneinander entfernt. Ich versuche das mal hier noch zu kennzeichnen. Also das ist wieder die Schrittweite h und auch das hier ist die Schrittweite h. So, und jetzt könnte man diese Punkte eben wieder durch ihre Koordinaten, und zwar gleich für die diskrete Funktion, kennzeichnen, und wir sagen mal beliebig, dass das hier genau der Punkt i und j ist, der in der Mitte liegt. Dann wäre das hier oben eben der Nachfolger in y-Richtung, also bei i und j plus 1. Das hier unten wäre der Vorgänger in y-Richtung, also der Punkt bei i und j minus 1.
Dieser Punkt hier wäre der Nachfolger in x-Richtung, also bei i plus 1 und j, und der Punkt hier vorne wäre der Vorgänger in x-Richtung bei i minus 1 und j. So, damit ist jetzt erstmal so die Geometrie ganz grob geklärt. Jetzt muss man sich mal überlegen, wie man diese normalen Ableitung hier vielleicht noch mal ein bisschen anders hinschreiben kann, ein bisschen verständlicher. Denn ja, man kann sich hier an der Stelle fragen, die Ableitung nach einem Vektor, was soll das sein? Im Normalfall ist ja nicht mal die Division durch einen Vektor definiert. Also was kann man sich unter der Ableitung nach einem Vektor vorstellen? So, diese normalen Ableitung kann man jetzt etwas anders, vielleicht verständlicher hinschreiben, indem man sagt, diese normalen Ableitung ist nichts anderes als der Gradient dieser Funktion. Und das Ganze dann eben multipliziert mit diesem normalen Vektor. So, der Gradient hier aufgeschrieben, dieses umgedrehte Dreieck, ist der sogenannte Nabla-Operator. Und hier hinter verbirgt sich jetzt eben auch ein Vektor, also die Funktion nach x abgeleitet als erste Komponente und die Funktion nach y abgeleitet als zweite Komponente. Und das Ganze dann im Sinne eines Skalarproduktes multipliziert mit dem normalen Vektor. Und wenn man dieses Skalarprodukt jetzt eben mal ausrechnet, also hier Gradient, dann haben wir die erste Ableitung dieser Funktion nach x multipliziert mit der x-Komponente dieses normalen Vektors und dann eben nochmal die Ableitung der Funktion nach y multipliziert mit der y-Komponente dieses normalen Vektors. No, und selbstverständlich ist diese Funktion f, um die es hier geht, das ist eben eine Funktion, die von x und y abhängt. Das habe ich mir jetzt mal gespart, hier überall in der Gleichung hinzuschreiben, sonst wäre es vielleicht auch ein bisschen lang geworden. So, jetzt kann man sich an diesem Beispiel hier mal den normalen Vektor anschauen und stellt fest, der normalen Vektor hier, der hat eigentlich nur eine x-Komponente. Also wenn wir mal den normalen Vektor hier ein bisschen präziser aufschreiben, dann hat er eigentlich nur eine x-Komponente mal einen, ja, Einheitsvektor, der in x-Richtung zeigt. Weil das ein Einheitsvektor ist, mache ich da vielleicht mal noch ein kleines Dach drüber. Und wir können eben festhalten, dass diese y-Komponente hier hinten, die ist 0. Ja, weil der normalen Vektor hier in unserem Fall, der zeigt ja nur in x-Richtung und eben nicht in y-Richtung. So, jetzt könnte man weiterhin sagen, dass, ich mache mal diese kleine Merkhilfe hier wieder weg, dass aus physikalischen Gründen oft gilt, dass diese normalen Ableitung eben 0 ist auf dem Rand. Also wir sagen, das Ganze soll mal 0 sein, weil eben die Randbedingungen häufig so sind, dass diese normalen Ableitung 0 sein soll. So, dann folgt daraus, naja, das ist 0, damit ist der ganze Teil hinten auch 0. Jetzt soll eben nur das 0 sein. Naja, das nx kann nicht 0 sein, sonst würde es überhaupt gar keinen normalen Vektor geben. Also muss dann diese Ableitung 0 sein. Und daraus, aus dieser Gleichung, die wir jetzt hier aufgeschrieben haben, folgt die erste Ableitung dieser Funktion. Jetzt schreibe ich mal wieder hin, die hängt von x und y ab. Nach x abgeleitet, das Ganze muss 0 sein, um diese Gleichung hier oben zu erfüllen. Ja, das heißt, jetzt bräuchte man mal die erste Ableitung dieser Funktion. Die erste Ableitung der Funktion kann man wieder mit Hilfe der Zentraldifferenznäherungsformel für diese diskrete Funktion groß f aufschreiben. Das ist in dem Video finite Differenzenmethode in einer Dimension erklärt. Und genau das mache ich jetzt mal. Ich nehme dafür mal wieder rot, weil es jetzt eben um die diskrete Funktion geht. Also die Ableitung der diskreten Funktion nach x, weil das jetzt eigentlich klar ist, dass wir hier nur nach x ableiten, mache ich da mal nur f' an der Stelle i und j, also genau für diesen mittleren Punkt, ergibt sich das Ganze jetzt eben näherungsweise aus, ja, jetzt muss man in das Ergebnis dieses anderen Videos reinschauen und stellt fest, das ist der Nachfolger in x-Richtung minus der Vorgänger in x-Richtung, also Nachfolger i plus 1, Vorgänger i minus 1 und geteilt durch die Schrittweite.
Und weil das diese zweiseitige Abschätzung ist, brauchen wir eben zweimal diese Schrittweite und das Ganze soll 0 sein. So, und jetzt kann man diese Gleichung so ein bisschen umstellen und kann sagen, wenn das Ganze 0 sein soll, das haben wir oben gesagt, diese normalen Ableitungen soll 0 sein, kann man mit 2 mal h multiplizieren und kann damit sagen, diese beiden Werte hier, wenn das Ganze 0 sein soll, die müssen eigentlich gleich sein. Also folgt daraus, dass f von i plus h und j genauso groß sein muss wie f von i minus 1 und j. Also der Nachfolger in x-Richtung, der Vorgänger in x-Richtung müssen gleich groß sein, beziehungsweise der Wert innen und der Wert außen, genau an diesem Rand, die müssen eben gleich groß sein. Und damit kann man jetzt den äußeren Wert, den man ja eigentlich nicht berechnen will und den man auch gar nicht wissen will und den man auch gar nicht weiß, eliminieren in der Gleichung, in der Abschätzung für den Laplace-Operator und kann dann eben schreiben dafür, dass der Laplace-Operator, der auf diese Funktion i und j wirkt, wenn man damit diese Laplace-Gleichung aufschreibt und sagt, dieser Laplace-Operator soll 0 sein, no, dann folgte daraus, dass eben der Wert an einem Gitterpunkt sich als Durchschnitt dieser vier umliegenden Gitterpunkte ergibt. Ja, und da wir jetzt eben wissen über die Abschätzung dieses normalen Vektors und über dieses Nullsetzen des normalen Vektors, dass der äußere und der innere Wert genau gleich sind, können wir jetzt den äußeren Wert eliminieren und können eben sagen, der Funktionswert an der Stelle i und j auf dem Rand, no, wo nicht der Wert der Funktion direkt durch diese Dirichlet'schen Randbedingungen vorgegeben sind, sondern eben nur die Ableitung durch die Neumannschen Randbedingungen, sagen, dass sich das Ganze eben ergibt aus dem Wert hier oben, also f von i, j plus 1, aus dem Wert hier unten, f von i und j minus 1. Und jetzt eben aus diesem Wert, der genauso groß ist wie dieser Wert, also plus 2 mal f von i minus 1, j. Und das Ganze geteilt durch 4. So, und das ist dann eigentlich der ganze Zauber, den man braucht, um ein Potentialproblem oder um eben eine Laplace-Gleichung, so wie sie hier steht, mit solchen Neumannschen Randbedingungen zu lösen, indem man den äußeren Punkt, der hier auftaucht, den man nicht wissen will und den man auch nicht weiß, eben durch diesen inneren Punkt eliminiert, für den Fall, dass diese normalen Ableitung dort genau 0 ist. So, mit diesen vorgegebenen Randbedingungen erhält man dann eben, wenn man diese Gleichung dann für alle Punkte auf dem Rand aufschreibt und wenn man die normale Gleichung, die in dem Video finite Differenzmethode in zwei Dimensionen gezeigt wird, die sich aus dieser Laplace-Gleichung ergibt, für alle anderen inneren Punkte aufschreibt, erhält man ein eindeutig lösbares Gleichungssystem für alle unbekannten Funktionswerte dieser diskreten Funktion groß f an allen Gitterpunkten. Und ja, dieses Gleichungssystem ist eindeutig lösbar, weil physikalisch sinnvoll gestellte Randwertprobleme immer eindeutig lösbar sind. Und damit kann man dann letztendlich jedes zweidimensionale Feldproblem, was auf dieser Gleichung beruht, ja, also alle Potentialprobleme lösen. Das Einzige, worüber man sich jetzt noch Gedanken machen muss, ist vielleicht, wie man dieses Gleichungssystem möglichst effizient löst, zum Beispiel indem man es iterativ löst. Das zeige ich dann aber in einem weiteren Video.